Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Servus YouTube, hi, ich bin's wieder, euer Buddy. Heute mal direkt nach dem Intro den Einstieg. Ich dachte, wir machen heute mal so ein kleines Unboxing oder eher gesagt so ein kleines Overview über den Alpha Cool Eiskoffer. Was in dem Alpha Cool Eiskoffer alles mit dabei ist, ich habe hier die Basic-Version. Es gibt dann nochmal eine Pro-Version mit deutlich mehr Inhalt in dem Ganzen. Und zwar geht es bei dem Alpha Cool Eiskoffer, um euch das vorab nochmal ein bisschen zu erklären, geht hier darum, der Alpha Cool Eiskoffer ist ein Koffer mit Banding Tools zum Biegen von Hardtubes. Ich habe mir gedacht, ich hatte vor Jahren, glaube ich, wirklich so in der Anfangszeit meines Kanals mal ein kleines Tutorial-Video, wie man Hardtubes biegt. Das würde ich gerne auch in Verbindung mit meinem neuen Projekt und mit dem neuen Case, was ich dementsprechend dann bald bei mir präsentieren werde, nochmal ein bisschen auffrischen und euch das mit dem Alpha Cool Eiskoffer zusammen einfach mal zeigen. Wie man mit dem Eiskoffer dann dementsprechend Hardtubes biegt, was alles in dem Eiskoffer in der Version, wie ich sie hier habe, in der Basic-Version alles mit dabei ist und was daran echt cool ist, um immer wieder ein und denselben Winkel zu biegen, um den Tube immer wieder richtig ordentlich aussehen zu lassen, so dass ihr ein vernünftig sauberes Bild in eurem Kreislauf habt oder für euren Kreislauf habt. Schwenken wir um und gucken uns direkt einfach mal den Koffer an. Ich würde mal sagen, wir machen mal so ein kleines direktes Live-Unboxing. Und zwar, wenn ihr den Koffer geöffnet habt, ich zeige euch den Koffer gerne nochmal. Das ist wirklich ein richtig krasser, fester Koffer, wie ihr das von Werkzeugen her kennt. So hat sich Alpha Cool das dementsprechend auch gedacht in Bezug auf den Eiskoffer mit den ganzen Tools. Wir haben den komplett hier unten mit festem Schaumstoff. Hier oben ist dann nochmal so wie so ein Akustikstoff drin. Einfach um das Ganze zu fixieren und ordentlich transportieren zu können. Als erstes haben wir hier eine kleine Anleitung, die ist einmal in Deutsch und Englisch gehalten. Wir haben hier aufgeführt, sogar in Französisch ist mit drin, also Deutsch, Englisch, Französisch. Wir haben in der Inhaltsangabe drin, was alles dabei ist. Hier vorne wird uns aufgeführt, welche einzelnen Tools wir haben. Angefangen von 2 Fitting-Anschlägen, 4 Anleger, gerade mit Stiftanschlag. Da kommen wir dann, wie gesagt, gleich dazu, was das alles ist. Kreisbogenanleger, Multibiegeanleger, also 10 mal M 4,5 mal 50 Holzschrauben, 10 M5 Unterlegscheiben, einmal zum Entgraten ein Werkzeug und dann 2 Inlets für einmal 10er Tubes oder 13er Tubes. Hier steht dann drauf 9,5. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut erkennen kann, weil das Licht so krass drauf leuchtet. Ich kann euch das gerne noch mal ein bisschen näher zeigen. Ich hoffe, ich kann es einfangen. Und da habt ihr das dann dementsprechend stehen. Das sind die einzelnen aufgeführten Tools, die drin sind. Und somit sollte das eigentlich klar ersichtlich sein. Wenn wir jetzt uns weiter anschauen, was noch in der Anleitung mit drin ist, dann kriegen wir gezeigt, wie wir das auf einer Platte montieren können, für was die einzelnen Tools dann dementsprechend sind. Aber das erkläre ich euch so. Wir haben angefangen von oben nach unten erstmal die Inlets. Die sind auch lang genug, so dass ihr wirklich, ich habe die jetzt noch nicht ausgepackt, aber die sind wirklich lang genug. Ihr seht ja, da habt ihr auch für Tubes, die 80 cm lang sind, genügend, um diese Inlets reinpacken zu können und keine Probleme damit zu haben. Ich habe das oftmals so gehabt, dass teilweise ein bisschen zu kurz war oder dass ich Probleme hatte, dass die Tube zu lang war und ich dieses Inlet nicht genau an den Punkt bekommen habe und es mir immer wieder ein Stück dann gefehlt hätte. Ich hätte es noch weiter reinschieben müssen, aber wenn ich das weiter reingeschoben hätte, wäre ich nicht mehr dran gekommen. Also wie gesagt, die 2 Inlets lang genug. Dann haben wir hier im Prinzip 2 Biegeschablonen,
die im Prinzip ähnlich aufgebaut sind. Wir haben hier die Radien 30, 45, 60 und 90 Grad dran. Das gleiche finden wir hier drüben auch nochmal. Der Unterschied zwischen beiden ist einfach, dass wir engere Radien biegen können. Also die Winkel an sich bleiben gleich, aber die ich sag mal, Kurve, die die Tube dann macht, wenn ihr das gebogen habt, ist deutlich enger bei dem hier als bei diesem. Wir haben insgesamt zwei Führungen, einmal für 13er und 12er Tubes und hier für 16er Tubes. Das sind ja auch so weit eigentlich die Standard Tubes, die wir haben. Das gleiche auch nochmal bei dem hier, 13, 16 oder halt auch in der 13er für 12er Tubes. Dann geht es weiter mit dem Tool zum Entgraten. Und zwar ist das im Prinzip, Leute, die aus dem Bereich Heizungsbau oder sowas kommen, die kennen sich da vielleicht so ein bisschen mit aus. Wir haben hier einmal für einen, wenn wir den Tube abgeschnitten haben, können wir hier den Innengrat entfernen an der Tube und hier nochmal den Außengrat entfernen, um einfach den Tube vernünftig in das Fitting reinschieben zu können und keine Kanten zu haben, die uns eventuell den Dichtring vom Fitting beschädigen. Kommen wir hier vorne weiter, haben wir hier nochmal zwei Schablonen, die ähnlich sind wie die großen hier drüben oder die hinteren. Da haben wir hier einmal kreisrund. Wir haben im Prinzip, könnten wir es so machen, dass wir 360 Grad biegen können. Hier sollte man aber nicht weiter wie 180 Grad gehen. Das heißt, die Tube einmal hier komplett drumherum. Denn sonst haben wir das Problem, dass wir die Tube eventuell nicht mehr abkriegen können. Das würde funktionieren, wenn wir, würde eigentlich nicht funktionieren. Wäre blödsinnig. Also wie gesagt, 180 Grad hiermit. Kein Problem. Auch hier wieder in zwei unterschiedlichen Radiengrößen, was dann den Durchmesser vom Radius angeht. Und auch wieder mit den zwei Führungen für 16er Tubes oder für 16er Tubes oder für 12 oder 13er Tubes. Kommen wir zu den Fitting-Anschlägen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Wenn ihr dann eine Platte habt, worauf ihr diese fixiert, die Anschläge oder auch die Tools generell werden hier oben mit den Schrauben befestigt. Dann wird dann im Prinzip die Schraube hier oben reingeschraubt und in der Platte unten, die ihr dann nutzt, fixiert. Dann steht das fest, nehmt ihr am besten zwei und dann könnt ihr den Tube hier unten einführen in die passende Bohrung. Das ist einmal hier wieder 16 oder hier für 13 respektive 12er Tubes. Dann dreht ihr das dementsprechend passend um, dass ihr unten liegen habt oder den 12er unten liegen habt. Dann könnt ihr den Tube hier einsetzen, fixiert, habt den fixiert hier dran. Und wenn ihr jetzt den Tube erwärmt und der Tube weich genug ist, dass ihr den biegen könnt, könnt ihr das mit dem kurzen Stück hier unten reinsetzen. Könnt dann hingehen als Beispiel mit so einem Anschlag, dass es so anliegt, die Tube dann hier rein, hier anlegen und dann im Prinzip um eines dieser Tools drumherum biegen. So, dass ihr immer wieder ein und denselben Radius oder ein und dieselbe Form biegen könnt. Wie gesagt, diese Anschläge sind dafür gedacht, dass ihr da dann den Tube so anlegen könnt und im Prinzip weiter hier hinten um eins dieser Schablonen drumherum führen könnt. Und zum Befestigen ist im Basic-Umfang dann hier auch nochmal, wie gesagt, die Schrauben drin. Mit denen könnt ihr das dann in einer Holzplatte fixieren. Für den großen Koffer, der noch deutlich mehr Inhalt bietet, weil ihr habt da Befestigungsbodenplatten drin, da könnt ihr das Ganze über normale Schrauben an dieser Bodenplatte fixieren. Das ist es, was im Prinzip im Lieferumfang vom Eiskoffer enthalten ist. Und somit solltet ihr eigentlich auch alles Mögliche an Tubes biegen können und immer wieder ein und denselben Tube-Verlauf erzeugen, wie ihr das gerne hättet. Das soll es im Prinzip zum Eiskoffer gewesen sein. Ich werde, wie gesagt, nochmal ein Tutorial-Video separat dazu machen.
wie ich das auch mit Tubes dann zusammen mache und wie ich das Ganze dann auch biege um die Schablonen rum. Da, wie gesagt, guckt einfach in den nächsten Videos. Das wird dann auch wahrscheinlich in dem kommenden Projekt dann mit einfließen. Und dann könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr macht das öfters, nicht nur einmal, weil für einmal, muss ich sagen, ist der Koffer an sich schon recht teuer. Ich verlinke ihn euch unten und verlinke auch mal den großen Koffer noch mit dazu. Wie gesagt, für einmalige Anwendung ist es schon finanziell nicht ohne. Aber wenn ihr das mehrfach macht und öfters irgendwelche neuen Systeme baut, ist das schon eine sehr, sehr geile Investition, weil es einfach viel schneller geht. Ihr könnt immer wieder, auch wenn ihr zwei Rechner zum Beispiel baut, die identisch aussehen sollen, könnt ihr halt damit richtig geile, identische Verläufe von euren Tubes machen. Und dementsprechend ist das schon eine sehr, sehr geile Sache. Das soll es erstmal zum Eiskoffer gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch in der Form gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abo nicht vergessen, würde ich mich tierisch freuen. Und ansonsten, wie gewohnt von meiner Seite her, aller tschö und bis zum nächsten Mal.